Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Burnout, zusammen mit Paul Meister. Hallo. Hallo. Ja, in der letzten Folge haben wir mal ein wenig den Kopf-an-Kopf-Modus zusammen ausprobiert, haben da zwei Rennen gespielt, hat auch schon ziemlich viel Spaß gemacht und heute wollten wir mal schauen, was es bei den Spezialmodi noch so gibt. Und zwar haben wir hier das einfache Zweierrennen gefunden, was man, wie der Name schon sagt, auch zu zweit spielen kann. Und das wollten wir uns heute mal anschauen. Um was es sich dabei handelt, denn das ist mir jetzt auf den ersten Moment nicht so komplett klar gewesen. So, Roadster. Nehme ich mal den Roadster wieder, oder? In Gelb. Mit Automatic Transmission. Und Paulmeister. In Sportcoupé. In Weiß, glaube ich. In auch Auto Transmission. Okay. So, wollen wir jetzt mal so eine von diesen Langstrecken spielen vielleicht? Können wir gerne machen, ja. Weil hier, schau, Euromarathon, das, da sieht man schon, da hinten ist die, die Hafengegend. Achso, nee, ich glaube, man fährt von dort aus in so eine Berggegend oder so, kann das sein? Und es gibt halt auch noch, USA Marathon, das ist dann in Amerika. Ah, okay. Halt auch ziemlich lang, aber ich hoffe mal, man kann irgendwie die Runden einstellen. EX ist, glaube ich, das ist, glaube ich, in die andere Richtung einfach, ne? Das könnte sein, ja. Ja. So, Anzahl KI-Fahrer, man kann leider die Runden nicht einstellen. Ich hoffe, es sind nicht drei Runden eingestellt. Das würde dann so um die 20 Minuten dauern. Okay. Machen wir mal schwer, weil das hat sich eigentlich erwiesen. Okay. Doch, na okay. Folge geht ja eh 20 Minuten, also passt. Wie konnte man es auch überleben und sowas gar nicht einstellen? Ja, stimmt. Okay, du hast einen schnelleren Wagen auch. Gibt es eigentlich sowas wie Windschatten? Also, weiß nicht, ob das wirklich gemessen wird. Aber zumindest wird es nicht für Nitro oder so extra gewertet. So, Gefahr. So, jetzt sehen wir schon, jetzt sind wir hier, ach so, genau, wir waren doch gerade in der Stadt, in der Hauptstadt und jetzt sind wir hier in dem Hafengebiet. So schnell kann das gehen, ja. Also man wechselt dann hier die quasi von Strecke zu Strecke, die man eigentlich einzeln fahren würde. Aber hier fährt man die dann halt hintereinander weg. Finde ich eigentlich auch ganz gut, das Prinzip. War dann nämlich immer so gewesen bei den meisten. Verkehr, oder? Ach, stimmt. Das war mir jetzt gar nicht aufgefallen. Was offizielles ist oder so, keine Ahnung. Vielleicht ist. Ah, vielleicht liegt es auch im Spielmodi. Ja, das würde ich jetzt auch mal vermuten. Wäre aber schön, wenn einem das erklärt werden würde. Na, okay, wir haben jetzt auch die Anleitung nicht gelesen, da steht es ja wahrscheinlich drin. Anleitung. Ja, früher wurde noch sehr viel mehr Wert auf die Anleitung immer gelegt, weil der Speicherplatz auch sehr begrenzt war. Okay. Deswegen konnte man jetzt nicht einfach Unmengen an Informationen direkt ins Spiel packen. Heutzutage gibt es das Problem eher nicht mehr so. Da hat man eigentlich sehr viel Speicher zur Verfügung. Ja gut, aber wenn ich mal zum Beispiel, was ist das Community, das auf dem PC installiert hat. Ups. Habe ich irgendwie, gab es 5 Installations-CDs oder so, die ich alle so nacheinander reinschieben musste. Ja, das wird ja, das wurde tatsächlich früher noch gemacht, aber heutzutage gibt es das nicht mehr. Okay. Heutzutage gibt es, ja, sag du? Gibt es eher Online-Keys, die man dann wahrscheinlich unterlegt, das ganze Zeugs. Genau, und es gibt entweder nur noch eine DVD, wo dann irgendwie der Installer oder das Download-Programm eben drauf ist. Oder gar keine mehr, sondern man kann manchmal im Laden auch nur so eine Hülle kaufen, wo nur der Download-Key wirklich drin ist. Zum Beispiel bei Need for Speed Payback. Oder im Falle von Forza Horizon, den neuen Teilen für PC, kann man einfach es gar nicht mehr Retail kaufen. Okay. Man kann es wirklich nur noch online kaufen. Schade eigentlich. Ja, eben. So, für Sammler ist es natürlich komplett ungeeignet, weil
wie willst du dann dir das irgendwie ins Regal stellen, dass du das Spiel gekauft hast? Ist einfach nicht möglich. Und das ist übrigens auch der Grund, warum ich mir das nicht gekauft habe. Sonst hätte ich mir nämlich Forza Horizon 3 und dann auch 4 später gekauft. Also 4, ne? 4 ist jetzt noch gar nicht draußen, ne? Aber ist ja angekündigt worden. Aber weil es einfach nicht als Retail-Version rauskommt, sehe ich keinen Grund mir das zu kaufen, weil ich weiß nicht, ich sehe nicht ein, irgendwie 100 Euro für ein Spiel auszugeben. Ne? Die beste Version kostet 100 Euro. Ja. Und dann kriege ich noch nicht mal eine Hülle dafür. Na, okay. Also irgendwie so. Pff. Und nichts für Collector's Edition? Kriegt man nicht wie ein Steelbook oder sowas? Nee. Es gibt gar keine Collector's Edition. Also nichts irgendwie physikalisches, einfach alles nur noch digital. Zumindest so Collector's Edition sind ja, würde ich mal sagen, könnten eigentlich irgendwie machen. Ist ja jetzt nichts. Ist aber was sich eigentlich immer übelst gut verkauft auch. Ja, würde ich ja auch kaufen. Aber wenn es das nicht gibt. Also, ja, ich habe jetzt nicht explizit danach gesucht, aber ich habe halt nur nach Forza Horizon 3 zum Beispiel gesucht. Und da gab es auch hier in einem Forum jemand, der gefragt hat, gibt es wirklich keine Retail-Version? Und nee. Also für Xbox gibt es das. Ob es da eine Collector's Edition gibt, weiß ich nicht, aber da gibt es auf jeden Fall eine Retail-Version. Für Xbox One, aber ich habe natürlich keine Xbox One und ich werde mir auch wahrscheinlich niemals eine kaufen. Nee, ich bin auch eher so der PS4 oder so PlayStation-Mensch halt. Wenn ich mal meine Konsole kaufe, dann die PlayStation. Ja, aber PlayStation würde ich auch nicht kaufen. Naja, da kommen halt die geilen Exklusivtitel für raus, ne? Naja. Kommt drauf an, ob man sich dafür interessiert. Naja, okay, das stimmt natürlich. Weil die allermeisten Spiele, die auf PS4 exklusiv rauskommen, interessieren mich ehrlich gesagt nicht. Und deswegen, nö. Brauche ich nicht. Aber natürlich, wenn einen die Exklusivtitel interessieren, dann macht das schon Sinn, sich sowas zu kaufen. Deswegen kaufen ja auch noch immer noch die Nintendo-Konsolen. Also die Switch habe ich mir jetzt noch nicht gekauft, will ich aber noch nachholen später. Und ja. Ja. Eben, da war ich auch ein bisschen schade. Also ich fand gut, dass das neue Zelda noch auf die Wii U auch noch mit rauskam. Da war ich mir froh, dass ich keine Switch dann holen musste, um das zu spielen. Weil da hätte ich schon nicht Bock drauf gehabt. Hast du es gekauft? Ja, wir haben es mir irgendwann zu Weihnachten geschenkt gekriegt für die Wii U. Und wie weit hast du es gespielt? Ich hab's auf jeden Fall die Story durchgespielt. Naja, aber das kann man ja selber entscheiden, wie viel man da macht, oder? Ja. Kann man ja direkt einfach zu Ganondorf hinlaufen, oder? Kann man machen, aber ich weiß nicht, ob man direkt gegen den kämpfen kann. Also vielleicht kann man sogar kämpfen, aber jetzt einfach zu stark, denn dass man den nicht besiegen kann. Und gibt's irgendwie so eine Prozentanzahl? Es gibt auf der Map eine Prozentanzahl, wie viel man von der Map entdeckt hat. Aber ich weiß nicht, inwiefern die mit den Missionen zusammenhängt. Aber es gibt immer schon unten bei den Missionen so Anzeigen, du hast so und so viel von so und so vielen Missionen geschafft. Und wie viele hast du so ungefähr? Keine Ahnung, ich hab jetzt mal nicht nachgeguckt. Wie lange hast du so gespielt ungefähr? Okay, das weiß ich auch nicht so wirklich. Aber schon relativ lange, also bestimmt 50 Stunden. Ah. Ist doch ordentlich. Ja, also Zelda, ich habe mir ein Let's Play angeschaut, über 80 Folgen oder so. Und wirklich zum Zuschauen macht es mir wirklich auch Spaß. Aber selber spielen würde ich es jetzt nicht unbedingt, ehrlich gesagt. Ja, das. Ich habe auch Burnout. Oder was war das? Was ist das denn? Keine Ahnung. Da hat sich gerade meine Energieanzeige direkt wieder aufgefüllt, meine Winteranzeige. Ich weiß, ob ich zurückliege. Ja, guck mal schon wieder. Nee, ich glaube, das ist, wenn du fährst auf der Gegenspur die ganze Zeit. Ja, eigentlich schon. Ja, dann lädst es quasi, während du das Nitro einsetzt, schon wieder auf. Und dann, wenn du es komplett eingesetzt hast, dann okay. Ist es schon wieder voll geworden. Ja, schon wieder. Direkt aufgefüllt. Ja, nicht schlecht. Nee, genau, und jetzt war ich halt relativ traurig darüber, dass es von Mario Odyssey nicht für die Wii U noch gibt. Also das, dafür bräuchte man die Switch jetzt. Ja, das
Ist relativ nachvollziehbar von Nintendo. Warum sie diese Entscheidung getroffen haben. Ja gut, aber will ja auch die Switch ein bisschen besser verkaufen. Ja, eben. Ja. Zumal bei der Switch zum Release habe ich ja noch keinen einzigen Grund gesehen, diese Konsole zu kaufen. Weil es einfach, glaube ich, kein Spiel gab, was mich wirklich interessiert hat. Also ich glaube nur, echt nur so kleinere Titel, die so Party-Titel oder sowas. Im Dezember kommt ja Super Mario Party raus, ne? Für die Switch. Ah, okay. Also auch ein neuer für die Switch extra, oder? Ja. Nice. Da gibt es sogar extra Minispiele, die dafür ausgelegt sind, dass man quasi mit zwei Handheld-Switches oder mehr so gegeneinander spielt. Wirklich Minispiele, die nur funktionieren, wenn man das so macht. Also wo man dann die Switches so nebeneinander legen kann und dann zeichnet man dann quasi so einen Weg und dann wird das Spiel bereits so erweitert über die zwei Switches. Habe ich gesehen im Trailer. Ja, das werden wir irgendwann, ja, irgendwann auch noch zocken auf meinem Kanal. Aber es könnte noch ein bisschen dauern. Wie ihr seht ja, wir sind mit Burnout momentan noch beschäftigt. Ja. Und bald noch in der GameCube-Generation. Ja. Boah, ich stehe euch da ganz hinten, ich bin schon so weit abgefallen. Und ich ganz hätte nie Trümmi hatte gerade vorhin. So, wie sieht's eigentlich aus? Letzte Runde. Erster. Ich glaube, bald sollte auch das Ziel kommen. Gucken, ob ich es mir schaffe, über 1 Kilometer lang in der Gefahrenzone zu bleiben. Ja, ich war vorhin, glaube ich, 2 Kilometer lang in der Gefahrenzone. So, Boost. Oh, Kurve. Njong. Ja, da vorne ist, glaube ich, das Ziel. Genau. Na, jetzt kommen keine Wii U-Spiele mehr raus, ne? Ja. Es war selbst schon im Jahr 2016, bevor die Switch rauskam, sehr mau, also da kam auch fast nichts mehr raus eigentlich. Aber Zelda haben sie auch nur für Wii U rausgebracht, weil sie es eigentlich versprochen hatten quasi. Ja. Sonst hätten die das sicherlich auch direkt für die Switch nur rausgebracht. Ja, hier im Tunnel, stimmt, hier im Tunnel war ich lang gefahren, da war ganz lange Gegenverkehr gewesen. It's Burnout. Checkpoint. Time extended. Weißt du noch, diese Automaten, wo man dieses Wave Race oder so spielen konnte? Da waren wir mal in so einem Erlebnispark. Und, nicht Erlebnispark, so einem, ich weiß nicht, wo man halt so verschiedene Sachen machen konnte. Und da gab es auch so einen Spielautomat, wo man so mit so einem, wie nennt man? Zum Jetski meinst du? Ja, Jetski, ah, genau. Ja. Fahren konnte und er sagt immer so, Time extended, wenn man durch den Checkpoint gefahren ist, so wie hier auch, so ähnlich. War das nicht Thomas Tubelwelt immer? War das nicht das? Das kann sein, kann mich an den Namen jetzt nicht mehr erinnern, ehrlich gesagt. Ich weiß, dass da irgendwann. Das war auf jeden Fall. Ja, ich weiß, dass da auch mal so Rennspielautomaten waren. Und da hatte, glaube ich, irgendjemand mal wie so richtig viel Geld in einen so reingeschmissen. Und musste dann halt irgendwie gehen, dann haben wir uns diese Auto von den Automaten gesetzt und irgendwie so 20 Freirennen gefahren oder sowas. Ach so, ja, ich glaube, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ganz dunkel, ja. Okay, sind ja doch erst 14 Minuten vorbei. Ich würde mal sagen, dass wir jetzt genug gezeigt haben vom Kopf-an-Kopf-Modus. Ja, da haben wir jetzt 2 Rennen gespielt. Ich glaube, der Rest ist jetzt auch nichts mehr Besonderes. Ich habe ja, Credits haben wir schon gesehen, Duell. Dafür haben wir noch 2, Überleben haben wir jetzt auch schon gesehen, was das ist. Also ich glaube, das brauche ich jetzt nicht nochmal extra einzeln spielen. Einfaches Rennen haben wir jetzt auch gesehen, das ist einfach normales Rennen ohne Verkehr.
Ja, ich würde sagen, dann spiele ich jetzt noch die letzten beiden Duelle, wo wir ja noch zwei Wagen freischalten und die können wir ja nochmal ausprobieren. Wenn du möchtest, Paul Meister. Ja. Ja, fangen wir damit jetzt kurz an. Welcher ist hier nochmal der beste eigentlich? Achso, ich kann jetzt. Ah doch, den Roadster kann ich auswählen. Aber ich nehme dann doch mal nochmal den Super Mini, weil der hat sich auch relativ gut erwiesen. So, rot. So, erstmal Duell 3, 1 und 2 habe ich schon gemacht. Und da schalten wir den Saloon GT frei. Let's go! So, gegen den müssen wir natürlich jetzt auch antreten erstmal, bevor wir ihn freischalten. So, und jetzt kannst du es auch nochmal sehen, wie flüssig das läuft einfach, wenn man allein spielt. Das ist wirklich ein ziemlicher Unterschied. Viel besser aus, Vapor. Ja, das ist halt wirklich eine Ecke. Also bei wichtige Wettereffekte, nice. Ja. Wasser. Ja, aber ich glaube, das liegt jetzt an der Strecke. Aber kann sein, dass es im Mehrspieler auch entfernt wurde. Weiß ich jetzt nicht. So. Boah, der ist aber ganz schön schnell dabei, ne? Mhm. Krass. Musik. So. Aber ich nehme die schnelle Route. Auch hier die Abkürzung. Oh, und da hat er einen Crash gebaut. Ich habe es jetzt zwar nicht exakt gesehen, aber offenbar war es der Fall. So, Boost. Njong. Boah. Und dann wird auch direkt so ein Motion Blur. Richtig schnell mit dem Wagen bei Boost. War schneller als mit den anderen Wagen, glaube ich. Ja, es kann sein. Der ist auch sehr leicht einfach, der Wagen, ne? So, wo ist er denn? Da hinten. Second. Wie lange müssen wir fahren? Ups, nee, lang. Oh Gott. Drei Runden wieder, okay. Aber ich glaube, die Strecke ist nicht so lang. Ja, hier ist schon. Oh Gott. Das Ziel, oder? Ja. Runde 2, Boost verfügbar. So. Schön hier im Gegenverkehr. Damit die Leute sich schön fürchten, ja, dass ich hier gleich in sie reinfahre. Die schön zu Tode erscheinen werden. Perfekt einfach. Dafür werde ich belohnt hier vom Spiel. Das ist auch wirklich wunderbar. Real Life auch so. Und da Geisterfahrer ist, dann kriegt man auch ganz viel Geld. Ja, und dann baut die Polizei einem so ein Nitro ein ins Fahrzeug. Genau. Genau. Das ist wirklich 1:1 vom Real Life adaptiert. So. Da ist er ja wieder, Mensch. Schon ein Drängler, ja. Ja, ein Crash gebaut, ne? Sofort ist er dran. Das ist mir schon öfters aufgefallen. Was ist so passiert? Ist immer aufgefallen, dass es immer geblinkt wird. Also, dass ich selber immer blinke, wenn ich um eine Kurve fahre. Lol. Warte. Jetzt, glaube ich. Blink, stimmt. Blink. Lol. Das ist irgendwie. Hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber ist ein nettes Detail. Verschießt man nicht immerhin nicht gegen alle Verkehrsregeln. Ja. Das verkürzt dann meine Strafe, wenn ich geschnappt werde. So. Bisschen noch im Gegenverkehr. So, wir sind schon in der letzten Runde. So schnell geht das. Und welche Runde war die schnellste? Die erste. Ja, das kann ich mir denken. Habe ich auch, glaube ich, gar keinen Crash gebaut, oder? Wenn ich mich recht entsinne. Boah, jetzt aber hier auch noch mit Volltempo durchheizen. Okay. Boah. So. Ja, dann sollten wir auch hier bald am Ziel sein. Ich gucke mal nochmal, ob ich hier vielleicht nochmal eine noch bessere Runde aufstellen kann als die erste. Das wäre natürlich Perfecto Alcato. Ach ja, Watson 18. Irgendwie ist es ja schade, dass er nicht mehr dabei ist, aber andererseits bin ich auch schon ein bisschen froh drüber, muss ich sagen. Ich frage mal, wenn er da mal dabei war, war es irgendwie immer lustig. Ja, wenn er dabei war, aber das erstmal hinzukriegen, das war immer so das Problem. So, 1:16 tatsächlich war jetzt nochmal deutlich schneller.
Und jetzt kommt man, dann kann man sich mir auch so eine Wiederholung anschauen. Die ist auch relativ cool. Die können wir mal ganz kurz anschauen einfach. Ob man meistens das auch mal gesehen hat. Ah, okay. Wie der wirklich blinkt, der Wagen. Lustig. Das ist auch immer so ein Motion Blur, ne? Immer wenn man Nitro gibt und bei der Wiederholung. Bewegungsunschärfe. Mit implementiert. Wolf Switch. Ich finde es vor allem krass, dass das Spiel schon 16 zu 9 unterstützt, einfach im Jahr 2002. Das ist echt, also hätte ich überhaupt nicht erwartet, dass irgendein Spiel das in dem Jahr schon hat. So, Platz 1, 4-8, ja, deutlich schneller, ne, als der Omr. Ja, insgesamt hätte es wahrscheinlich, ne, ja. Ja, Night Shift war die Strecke. Schnellste Runde, 1:16, 9:9:9. Okay. Endrekord, Alter. Ja. Glückwunsch, Duell 3 gemeistert. Autos freigeschaltet, Saloon GT. So sieht's aus. Okay, dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge noch das letzte Duell, wo wir dann ja auch den Bus freischalten. Das wird, glaube ich, echt spaßig. In die Busse bin ich auch schon öfters reingefahren, während der normalen Rennen, und jetzt darf ich dann auch später mal selber damit fahren. Und beim Meister natürlich auch. Das wird dann in der nächsten Folge kommen. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Ansehen. Hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Bewerten nicht vergessen. Also dann, bis zur nächsten Folge von Burnout und ciao. Ciao.